Hallo Leute, hi Freunde. Hallo Kanal Autoheinz. Das gibt meine VA für dich. Herzlichen Glückwunsch zu über 1000 Abonnenten. Ja, kein Wunder irgendwie. Ich denke, es geht bei dir weiter bergauf. Du bist ein sehr... Ja, du kommst sehr souverän rüber. Klar. Hast eine Meinung, die du auch artikulieren kannst. Also, ja, hast Ahnung von der Materie. Und ja, man weiß, dass man bei dir gut aufgehoben ist, wenn man Informationen über Messer braucht. Das zu deinem Kanal. Was fällt mir da sonst noch dazu ein? Ja, du bist ein sehr fleißiger Mensch. Sehr strukturierter Mensch, denke ich. Und gerade bei Leuten, die eben Produkte vorstellen, ist so eine gewisse Stabilität, denke ich, immer von Vorteil. Von dem her passt es sehr gut zu dir. Jetzt zu der Aufgabe, was will ich auch? Ja, ich gestehe auch ganz offen, dass mich deine Preise reizen. Wirklich super Preise. Auch da bist du souverän. Da ich selber für mich beschlossen habe, nicht mehr groß zu konsumieren, wäre das natürlich eine Gelegenheit, um auch noch zum Beispiel an einen Condor Bushcraft dran zu kommen. Naja, Träume sind Träume. Das ist ja auch nicht der Hauptgrund, weshalb ich mitmache, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, die Preise sind äußerst attraktiv. Jetzt zur Aufgabe. Wirklich eine sehr schwierige Aufgabe. Ich besitze jetzt zwar keine hunderte von Messern und vor allen Dingen wenig teure, hochwertige Messer, aber trotzdem fällt es mir schwer, mich zu entscheiden. Und wenn ich mich eben entscheiden muss, dann bleiben wir wieder an meinem alten Ed Mahoney hängen. Dass ich ein bisschen gepimpt habe, meine Hand noch etwas mehr angepasst habe, das mich jetzt eben schon eine ganze Weile begleitet. Und es ist eben ein wirklich brauchbares Messer. Ist super scharf, lässt sich super nachschärfen. Gut, braucht ein bisschen Pflege. Hier oben hatte ich auch schon mal einen kleinen Ausbruch. Aber Stein und Metall verträgt sich nun mal schlecht. Aber ansonsten ein geiles Messerchen. Auch das habe ich mal gewonnen bei einem Giveaway, damals von Andy Haas. Gruß an dich, Andy, wenn du, ich weiß ja nicht, treibst du dich noch auf YouTube rum? Lange nichts mehr gehört. Ja, das wäre eben mein Messer, mein momentanes Lieblingsmesser. Da ich mich ja meistens draußen aufhalte, ich glücklicher Mensch bin jetzt in Rente, ist es ja auch nicht so groß. Wenn ich mich jetzt ständig in der Stadt rumtreiben würde, würde ich wahrscheinlich ein anderes Messer auswählen. Aber so. Mein altes Ed Mahoney mit Senfätzung.
Eine ganz einfache Scheide aus eigentlich viel zu dünnem Leder habe ich mir selber gemacht. Aber das Messer sitzt da wirklich super drin. Sitzt tief am Gürtel und stört so überhaupt nicht. Mein Lieblingsmesser. Okay, Henrik, das war's. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute für deinen Kanal, aber auch privat und überhaupt. Bleib geschmeidig. Traumtänzer.